So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dead Space. Ja, die Luftfilter sind wieder hier angeschaltet. Warum steht da eigentlich noch eine Luftqualitätskontrolle? Wir machen immer noch. Was ich mir da allerdings frage, wo haben wir jetzt dieses Gift eingesetzt oder Antigen oder was auch immer? Haben wir das jetzt in der Luft freigesetzt oder nicht? Aber wir können ja mal in unsere Mission gucken. Den Leviathan vergiften. Also haben wir das noch nicht gemacht. Giftkapseln zerstören, 8 von 8. Atmosphäre Salgen haben wir gemacht. Sobald die Giftkapseln zerstört sind, kann ich zur Atmosphärensteuerung und die Luft recyceln. Dann wird auch die Speisekammer entriegelt, in der sich der Leviathan verschanzt hat. Den Leviathan vergiften. Ich kann das Gift über das Filtersystem der Speisekammer einschleusen. Das sollte da drin alles abtöten, was lebendig ist oder war. Solange sie uns nicht vergiftet, ist mir alles egal. Aber ja. Speisekammer, wo ist denn Speisekammer? Zum Monorail-System? Okay, ja, nee, da müssen wir hier nochmal irgendwo rein. Ach, hier hinten. Speisekammer hat jetzt wohl nichts damit zu tun, dass es hier Essen gibt oder sowas. Das hat bestimmt was anderes zu tun. Ja, primäres Nährstofflager, fremde biologische Materie entdeckt. So, machen wir auf die Luke. So ein langer Gang. Auch mit viel Bewuchs. Audiolog. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Ah ja. Okay. Was haben wir denn hier? Laserkanone. Laserkanone. Was ist denn das? Das hört sich an wie ein Helikopter. Was steht hier? Ah ja, so. Ja. Wow, das quietscht hier so. Was ist denn das? Was für Teufel? Also die Tür ist bewachsen mit irgend so einem Zeug hier. Das greift jetzt nicht nach mir, wenn ich da rangehe, ne? Nee, gut, okay. Abschießen könnte man das ja nicht, also dann vergisst man das mal. Da ist zufällig ein Nährstofffilter, wo wir jetzt hier die Dings einsetzen können. Was steht hier noch? Gemisch einfüllen, okay. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Okay. Ah, das quält dem Viech gar nicht. So, sehr schön. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ach nö. Es war nicht stark genug oder war es zu wenig? Können wir es nochmal aktivieren? Nö, also da heißt es zwar noch aktivieren, aber es geht nicht mehr. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt rennen, ne? So, wenn ich jetzt denke, was ich meine, was das ist. Oh Gott, ich glaube ja. Das Licht geht langsam an. Oh, das ist blöd. Also, wenn ich hier jetzt kaputt gehe, dann. Ja. Eintritt Schwerelosigkeit. Wie war denn das? Ich glaube, ich muss diese. Warte mal, hier schwebt was rum. Plasmaenergie. Irgendwo sind hier dann solche gelben Zipfel, glaube ich, dann. Also ich kann hier rumlaufen, wie ich möchte. Da liegt auch noch was. Plasmaenergie. Was ist das hier? Hä? Sägeblatt, oder? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ah, da ist noch ein Medpack. Noch irgendwas. Plasmaenergie. Hier auch nochmal, oder? Ja. Das ist ein Explosivfässchen. So, also irgendwie wirkt es hier mal so unscharf, wenn man hier in der Schwerelosigkeit ist. So, und jetzt. Wow! Schießt das auch? Ja, das fuchtelt. Moment. Aua! Das holt mich hier von den Beinen. Ja, komm, zeig. Ah, Mann, jetzt ist es wieder. Eingezogen.
einmal. Ja, das tut ja gar nicht gut, hä? So, wir nehmen mal so ein Ding hier. Ey! Ja, wie soll ich dich bekämpfen? Au! Verflucht! Auf das gelbe Poppy hier ziehen. Ah Mann, jetzt hat es da eingezogen. Jetzt vielleicht. Jetzt hört er mal auf, dich zu bewegen. Kann ich dich vereisen? Nee, kann ich. Aua! Ich kann dem Ding doch eh nie ausweichen, also von daher. So, okay, das hätten wir auch. So, da schwebt noch was. Plasma-Energie. So, aufpassen. Ach, das Ding wechselt, wenn ich hier die Dings wechsle. So, ja. Das kann man mal so schwer treffen, das Ding. So, was kommt jetzt? Ah, jetzt geht es da in der Mitte auf. Ah, die Dinger muss man, glaube ich, einfangen. Autsch. Nee, das Ding muss man abschießen. Funktioniert das überhaupt? Ja toll, oder muss ich da so ein Ding reinschleudern? Ah! Okay. Und jetzt? Uah. Weg hier, du Fuchsding. So, einmal. Halt die Klappe hier, du komisches Ding. Ja. Was hast du jetzt davon? Aua, 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 Hilfe. Gut, hat mich erwischt, okay. So. Komm ich ein Ding hier raus, so. Ja, das schmeckt dir gar nicht. Na komm raus, du Arm. Aua. Aua. Ham. So, jetzt hat er. Okay, was kommt noch? Ach so, nochmal. Ah, perfekt. Okay. So schwer war es ja gar nicht. Stirbst du jetzt oder wie? Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Komisch, dass der Typ schon wieder weg ist. Sehr eigenartig. Was ist Bomb? Was haben wir jetzt? So, können wir noch hier irgendwas einsammeln? Ach, das ist Glas. Ach, da kann man drauf laufen. Ah, da ist noch ein Halspack. Können wir einsammeln? Sonst noch irgendwas Wichtiges? Da schwebt doch noch was. Plasma-Energie? Jawohl, den nehmen wir auch mit. So, jetzt dieses Ding hier noch raussappen hier. Aber ordentlich. Also ich habe jetzt gedacht, ich sterbe hier. Bestimmt zwei, dreimal. So, nee, hier gibt es ja noch mehr. Ja, wie können hier eigentlich Magnetstiefel funktionieren, wenn das hier Glas ist? Oder gehen die da durchs Glas und würgen da irgendwie länger? Keine Ahnung. Also hier gibt es noch jede Menge Munition. Und dieser roten Kanister hier, naja,
So toll waren die jetzt auch nicht so hilfreich. So, zack. Pam. Ich schleudere jetzt einfach mal weg. Pam. Die kann man halt noch benutzen, wenn man nicht so viel Munition verschwenden möchte. Aber bis man die, da hat man schon eher geschossen. So. Sonst noch irgendwie was hier, was ich nicht gesehen habe? Nein, oder? Ja, dann haben wir, glaube ich, alles eingesackt. Frick Devil, was war denn das hier jetzt wieder? Ein Fuß? Okay. Gut. Ah, da liegt noch was. Plasma-Energie, was noch? Haben wir jetzt dann eigentlich alles mal? Muss man hier nochmal ein bisschen rum. Ach, das wäre das komische Ding hier. Das hätten wir auch als Waffe einsetzen können, wenn man wirklich nichts mehr hat. Dann kann man ja nur noch mit seiner Chinese herummachen dann. So, hier noch irgendwas. Ja, da schwebt noch was. Moment. So. Also, das Geräusch hier ist ja auch ein bisschen nervig. Ist das da oben noch was? Nee. Okay, hat man so ausgesehen. Ja, dann wieder zur Tür laufen. Gehen wir raus. So. Wir haben, glaube ich, alles und wenn es mir ist, ist auch egal. So. Das. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Das war also der Leviathan. Kann man das nochmal aktivieren? Nein. Schade. Aber das Ding ist ja noch eigentlich vorhanden. So, hier ist auch noch. Ja, der Bewuchs ist nicht kaputt gegangen anscheinend. Irgendwie hat es aber schon geholfen. Atmosphärensteuerung. Nur für Sauerstofftechniker. Naja, egal. Eise kann alles. Wir machen mal voll wieder. Ja, fast gut. Bis auf ein bisschen. So, Schnauf. Shop. Mach mal einen Stopp beim Shop. Okay, neues Objekt immer noch, das nervt. Medipack, oh, groß kann man verkaufen. Brauchen wir eigentlich so gut wie fast nie. Mittel, Mittel, Mittel. Weg damit, Energie. Halt. Nein, F. Einmal behalten wir. Oder, ach, wir haben ja da hinten noch. Ah, weil jetzt hier das dazwischen kam. Ja. Ja. Und ja. 33.000 Credits. Und 6 Knoten haben wir jetzt gerade mal. Jetzt müsste ich mal geschwind zu einer Werkbank. Wo war denn die nächste Werkbank? Anbaukammer. West war es nicht. Oder? Doch, aber das sind diese krummen Dinger, oder? Zeig mal. Mal ganz kurz gucken. Ah ja, auf die Dinger habe ich jetzt keinen Bock hier. Warte, Moment. Warte mal. Ich will mal was überprüfen. Konnte ich die Tür da hinten irgendwie öffnen? Ne, da ist kein so ein Energiekern-Ding, aber naja, wenn wir schon mal da sind, dann benutzen wir hier die Werkbank. So. Gut, Stase war noch nicht fertig, genau, da machen wir noch Dauer. So. 14 Punkte auf Dauer, wie lange das dann allerdings zählt, keine Ahnung. Das finde ich auch gemein, hier muss man 2 Kerne opfern, dass man hier einen Energiemarker noch. So, aber jetzt ist der vollkommen ausgestattet. Chinese war da noch was? Ne, das ist das Einfachste beim Chinese, ist halt effizient, man kann einfach zack, zack, zack machen, gut ist. Bei der Rig war ja alles fertig. Yep. Plasma Cutter, da hätten wir noch was für Tempo. Ja, und dann brauchen wir eigentlich so gut wie keine Kerne mehr. Im Moment. Hexen, wir kaufen uns andere Waffen. Die können wir doch noch upgraden. Aber vorläufig können wir jetzt mal Geld sparen dann. So. Ratsch, ratsch. So. Piep, 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 piep. Ich weiß echt nicht, was das überhaupt sein soll, warum du die mal rausziehst hier. Und warum das immer noch so eine komische Blurre ist, ja. Keine Ahnung. So, dann können wir doch jetzt wieder zur Monorail Station, oder? Jo, definitiv. So. Ja, hier war der Typ und jetzt ist er wieder abgezischt. Tschüss. So.
steht hier eigentlich? Welcome. We use the hydroponic technology and organic plant cloning to grow, produce and as high quality as that on planet Earth. A friendly reminder, our plants are delicate and pH sensitive, so please take care when you step and keep clear of all contaminants. Visitors should be mindful of volatile chemicals and foreign gravity. Aha, okay. Das übersetze ich jetzt mal nicht. Ich habe selber schon irgendwie verstanden, dass sie hier eben die Hydrokultur einsetzen hier und Pflanzen klonen. So hochqualitativ wie auf der Erde. Und dass halt die Pflanzen hier empfindlich sind und so weiter. Und ja. War auf das ein Reminder hier. So. Ach, das war ein Fahrstuhl, genau. So, pst. Aber ich glaube, der dauert wieder ewig lang, der Fahrstuhl. Ich meine, das sind ja eigentlich sozusagen. Das ersetzt die Ladebildschirme, wenn man so will, diese Lifts hier. Weil währenddessen wird hier einfach mal eine neue Karte geladen, wenn man so will. Ist eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Nicht so einfach einen schwarzen Bildschirm und hier laden hier, sondern. Ja, man kombiniert es einfach mit einem Lift. So. Okay. Knatsch, knatsch. Ah, da waren wir schon drin. Bleib mir vom Fuß weg hier. Okay, dann gehen wir wieder auf die Monorail. Ja, Monorail heißt ja im Prinzip Einschienenbahn. Ist es wirklich eine Einschienenbahn? Also wenn, dann müsste ja nur hier befestigt sein, an der Dings hier. Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Ja, okay. Dann hat es zu Recht den Namen Monorail. So, lass mich mal auf die Rampe. So, wo geht's denn jetzt hin? Keine Ahnung. So. Jawohl, Kapitel 6, Gefahr für die Umwelt, abgeschlossen. Jetzt darf ich nochmal speichern, ne? Ja, das finde ich eigentlich auch praktisch, dass es nach jedem Sektor speichert. Ja. Und hier hat man es wegen so gemacht, dass man halt einfach mal speichern kann, wenn man will, an so ein Speicherterminal kommt eben. Das kann ich noch akzeptieren. Aber so Sachen da hier, wo es dann irgendwann mal nach einem Abschnitt wechseln nur speichert, das finde ich ein bisschen blöd. Warum macht man denn sowas? Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ja, die einfache Lösung gibt's einfach nicht. Das muss man sich mal merken. Wenn's einfach wäre, dann wäre das Spiel ganz schnell vorbei. Und ja. Nee, da müssen wir durch jetzt. So, ja, ein Asteroid, der darauf wartet, geschmolzen zu werden. Aber wenn wir den schmelzen, dann können wir den doch nicht abschießen, oder? Oder soll man das etwa so machen, dass den wir einfach ausklinken, dass wir einfach nicht schmelzen tun? Was haben wir denn da Schönes? Available May 1, okay. Flest, oder so irgendwie heißt es hier. Ah, da ist noch ein Schränkchen. Plasma-Energie, jawoll. Nehmen wir doch gerne mit. Wo geht's denn hier lang? Abbaubetrieb. Nur für autorisiertes Personal. Achtung, der Abbaubetrieb ist eine extrem gefährliche Umgebung. Zutritt nur für autorisiertes Personal, genau. Welcome to the Mining Deck. Also willkommen auf dem Schürfdeck. Das will ich auch schon Minendeck sagen oder so. Aber es hat ja nichts mit, also nicht mit explosiven Sachen zu tun.
Wobei man hier doch dann auch vielleicht Sprengstoffe einsetzt, um auf Ressourcen zu kommen. Oh, da ist noch ein Kern versteckt. Den habt ihr aber gemein platziert. So, Energieknoten, die sammeln wir jetzt, wie gesagt, einfach erstmal. Bis wir sie vielleicht irgendwann noch brauchen. So, was steht denn hier? Gar nichts. Gasmasken sind ja wahrscheinlich Pflicht, soll das heißen. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. Ja, das wäre so ein cooles Gewindetürchen hier. So, hier wärmen wir. Was haben wir hier Schönes? Nix. Da ist eine Werkbank, habe ich gesehen. Medipack klein, okay, akzeptiere ich. Ja, Elektronik, Sensitive Devices. Credits. Mein, ihr könnt mir ruhig Credits geben, dann muss ich die Munition nicht extra verkaufen. Das ist einfach immer einfacher dann. So, was haben wir hier? Ja, die alten Raucher mal wieder hier. So, die Werkbank brauchen wir vorläufig ja nicht. Wir haben erst gewerkbencht. So, was haben wir hier? Ein Speicherpoint. Und hier haben wir noch ein paar Schränke zum Durchsuchen und einen Shop. Ah, ja, okay. Also, die haben in jedem Bereich einen Shop hier hingebaut. Das finde ich halt immer praktisch, dass man immer einen Shop zur Verfügung hat. So. Laserkanone. Und hier noch Strahlmunition. So. Ich glaube, ich krieg Besuch. Oder doch nicht? Naja gut, wenn ich keinen Besuch kriege, dann ist es auch in Ordnung. Wo war jetzt der Shop? Das war die Werkbank. Shop, wo bist du? Hallo, wo war denn der jetzt? Bin ich jetzt blöd? Ach, da war er. Tschüss. So. Neuen Anzug gibt's leider nicht. Schade. Inventar. Wir können noch mal was verkaufen. Ach, shit, das habe ich das Mittel verkauft. Dann behalte ich die zwei kleinen. So, Plasma-Energie. Ob die kleinen aber allerdings genauso wertig sind wie ein mittleres, weiß ich nicht. Plasma-Energie, die Zweiergraf verkaufen, die noch verkaufen, ja. Laserkanone verkaufen, Strahlmunition verkaufen. So, ich brauche ein leeres Inventar. Das kann ja nicht sein, dass ich hier schon wieder voll geschildert wird mit irgendwelchen Sachen hier. So, gut Leute. Dann würde ich sagen, ehe wir hier aber weitergehen, hier durch das Gitter hier, durch den Lift hier, machen wir hier einen Cut wieder und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.